Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stabel und ich melde mich diesmal aus der Dresdner Friedrichstadt, wo eine kurzerhand errichtete Zeltstadt die Gemüter erhitzt. In diesen Zeltunterkünften hinter mir wurden vor knapp 3 Wochen etwa 1000 Asylbewerber untergebracht, weil die vorhandenen Erstaufnahmeeinrichtungen aus allen Nähten platzen. Es herrschen unhaltbare Zustände. Die einheimischen Anwohner sind in Sorge und fragen sich, wie das alles noch enden soll. Wie überall in Deutschland, so steigen auch in Sachsen die Asylbewerberzahlen unaufhörlich. Rund 16.000 Asylanten hat der Freistaat 2015 schon aufgenommen. 4.000 mehr als das ganze Jahr 2014. Und bis Ende des Jahres werden es vermutlich 30.000 werden. Dresden ist von der Asylflut besonders betroffen. Bis zum Jahresende wird die Zahl der sogenannten Flüchtlinge, die durch Erstaufnahme und Zuweisung in die Stadt kommen, auf 4.500 bis Ende 2016 sogar vermutlich auf 8.000 steigen. Einen kleinen Vorgeschmack, was Dresden zu erwarten hat, bietet die neue Asylzeltstadt, die vor wenigen Wochen in einer Nacht- und Nebelaktion in der Dresdner Friedrichstadt errichtet wurde. Die Anwohner wurden über ihre neuen Nachbarn erst wenige Stunden vorher informiert. Doch nicht nur das sorgt für Unmut in der Bevölkerung. Wir befinden uns hier in Dresden auf der Bremer Straße. Hinter mir ist die mittlerweile bundesweit bekannte Asylzeltstadt, die vor etwas mehr als 3 Wochen errichtet wurde. In diesen 3 Wochen hat es bereits 2 Massenschlägereien der Insassen untereinander gegeben. Dazu kommen mehrere einzelne Vorfälle, wo es auch Übergriffe auf die Flüchtlinge untereinander gegeben hat. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Wobei man dazu sagen muss, dass zumindest teilweise die Bewohner dieses Lagers dafür auch selber verantwortlich sind. Dementsprechend sind hier Krankheiten ausgebrochen. Es sind mittlerweile Fälle von Krätze bekannt, die hier im Lager aufgetreten sind. Man kann insgesamt sagen, dass diese Asylzeltstadt symptomatisch für die vollkommen verfehlte Asylpolitik der Bundesregierung steht, die offensichtlich mit der ganzen Unterbringung der Flüchtlinge, die uns hier Tag für Tag und Woche für Woche erreichen, vollkommen überfordert ist. Und man kann nur dringend dazu aufrufen, dass sich hier ein Wandel einstellen muss, dass die Asylpolitik hier in Deutschland einen 180-Grad-Dreh macht. Wir brauchen jetzt ganz dringend schnelle Abschiebungen, damit dieses Drama, was Sie hier hinter mir sehen, endlich ein Ende hat. Die STV hat sich vor Ort ein eigenes Bild gemacht. Obwohl uns der Sicherheitsdienst nicht ins Camp hineinlassen wollte, konnten wir davor und auch an einem nahegelegenen Supermarkt O-Töne von Bewohnern einfangen. Nicht immer hatte man dabei den Eindruck, dass es sich um Menschen handelt, die vor Krieg oder Verfolgung Zuflucht gefunden haben. And how much you must pay for me? 3000 Euro. 3000 Euro. It's very expensive. Yeah, how expensive was it to come to Europe? I think so, 10,000 US dollar. 10,000? I think so, yeah. What have you paid to come to Germany? 3000 Euro. 3000 Euro? Yeah. So. And your family is still there? Yeah, my family is in Somalia. My parents Germany because that's asked to worry. Go to Germany. Because that government give you everything. That's why I come here. Yeah. Why you don't stay in Italy? Italy, there's no life. Italy, no life, no house, no money, no everything is not. Mm-hmm. You told the very food, the best food, and the now food is very, very, very bad. And the food is good? No, food is good. You have it? Barak, Germany. Hmm. I want to work here. Yes, he wants to hear. If the situation is better in Syria, in Kurdistan, where you have for all your own country, you will go back or you will stay in Germany? I'll say that you're from Kurdistan, Syria. For the word. في اي طريقه ترجعوا لكردستان سوريا حاليا لا ما في شوف ما في نو يو ويل ستي هير يا تضلوا هنا. Immerhin konnten wir aber auch einen echten syrischen Bürgerkriegsflüchtling auftreiben, der sich nahezu dankbar zeigte und beabsichtigt, nach dem Studium wieder in seine Heimat zurückzukehren. I want to complete my studies here. So I choose Germany to study biotechnology here. Okay. Under which conditions would you go back to your country? When the war is over and I want so, to go, so I hope you to wait. Go. Mm. I hope to go to my family there, my everything. Das Beispiel der Zeltstadt Dresden verdeutlicht das Versagen der herrschenden Asylpolitik.
Im Sinne der Einheimischen, wie auch der tatsächlich politisch Verfolgten oder Kriegsflüchtlinge, wie dem von uns befragten Syrer, müssen endlich die finanziellen Zuwanderungsanreize beseitigt und abgelehnte Asylbewerber konsequent abgeschoben werden. Solange das nicht geschieht, ist politischer Widerstand angesagt, nicht nur in Dresden, sondern überall in Deutschland. Vielleicht verstehen ja nun doch ein paar Gutmenschen, warum viele Bürger über diese Form der kulturellen Bereicherung nicht begeistert sind. Wir werden auch weiterhin an die Brennpunkte gehen und über Missstände aufklären. Wenn Sie unseren investigativen Journalismus unterstützen wollen, können Sie das gerne mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung tun. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Ihre Emma Stapel.